Selbstständigkeit. Für mich sehr wichtig. Und das sage ich nicht nur so, das meine ich auch. Natürlich muss man es nicht übertreiben, denn übersteigerte Selbstständigkeit bedeutet ja irgendwo, dass man keine Nähe zulässt, Beziehungsangst. Und damit meine ich auch die Beziehung zur eigenen Mutter, was ja im Grunde die erste wirkliche intime Zweierbeziehung ist. Aber damit habe ich keine Probleme. Nein, ich habe mit der Zeit gelernt, eine gewisse Nähe zuzulassen und mich dennoch selbstständig zu fühlen. Auf die richtige Balance kommt es eben an. Und ich denke, die habe ich für mich gefunden. Das sieht Mama ganz genauso. Glück. Ja, ich bin glücklich. Das kann ich, glaube ich, sagen. Ich habe für mich mein kleines Glück gefunden. Ja. Aber was soll denn das heißen? Er will da noch nicht raus. Naja, er ist halt einfach noch nicht bereit dafür. Er hat Schwierigkeiten, sich zu lösen, auf eigenen Beinen zu stehen. Aber, Frau Ströble, verstehen Sie mich nicht falsch, aber er ist jetzt schon etwas überfällig, so nach 27 Jahren. Na gut, also eine Frühgeburt wird das nicht mehr. Ja. Es wird mir mit der Zeit jetzt auch richtig stressig. Aber sagen Sie ihm das nicht, er ist so sensibel. Also mal ganz ehrlich gesagt, Frau Ströble, normal ist das nicht. Andere haben in dem Alter einen Job oder Kinder oder eine eigene Wohnung oder so. Ja. Mein Mann reagiert mittlerweile auch ganz gereizt auf das Thema. Ich würde ihn zu sehr verwöhnen. Wenn ich so weitermache, wird er später mal ganz verzogen, sagt mein Mann. Also ehrlich gesagt, Frau Ströble, ganz Unrecht hat er da nicht. Ne? Die Gefahr besteht schon. Was soll ich denn machen? Ich kann ihn doch nicht zwingen. Kann ich mal selbst mit ihm sprechen? Haben Sie gerade mal die Nummer da? Handynummer? Mhm. Ja. Ja. 01... Sekunde. Ja. 0173 90 222 77. 77. Ist mit Vibration. Ströbele? Ja, Herr Ströbele, grüße Sie. Hier ist Wesemann. Dr. Wesemann, ich bin... Genau, der behandelnde Arzt Ihrer Frau Mutter. Grüße. Grüße, Herr Ströbele. Zurück. Danke. Herr Ströbele, Folgendes. Es ging um Ihre Entbindung. Sie sind ja jetzt schon etwas überfällig. Was denken Sie denn, können Sie denn schon so ungefähr abschätzen, wann Sie da so in etwa... Ob Ihre Frau Mutter... Nein, die hat damit gar nichts zu tun. Ja. Hm? Im Moment ungünstig. Ja. Passt Ihnen nicht so. Okay. Herr Ströbele, wie können wir denn da verbleiben? Denken noch mal drüber nach. Prima. Ja. Gut. Ja, wünsche ich Ihnen auch. Ja, wiederhören, Herr Ströbele. Er überlegt sich's. Mehr können wir im Moment nicht machen, denke ich mal. Ich spreche auch noch mal mit ihm und dann sehen wir weiter. Sonst muss ich mich halt arrangieren. Naja, es wird schon gehen. Ist ja auch die ganze Zeit gegangen. Ist aber besser geworden, ja, ne? Lief gut heute. Wesemann? Ach, Herr Ströbele. Ja? Haben es sich überlegt? Ja, prima. Ja? Gut. Ja, dann müssen wir nur noch einen Termin ausmachen, ne? Okay. Bitte? Bring Ihre Mutter dann gleich mit. Genau. Ja. Gut, Herr Ströbele. Ja. Alles klar. Tschüss.
Und pressen, pressen, pressen. Ja, ja, ja. Ja, und ja. Pressen. So ist schön. Sehr. Und atmen. Gleich haben wir's. Und nochmal pressen. Ja, schön pressen. Ja. Jetzt kommt er gleich. Da jetzt kommt er schon. Der Fuß. Oh, nee, das ist der Fuß. Das ist ganz schlecht. Herr Ströbele. Herr Ströbele, können Sie mich hören? Mein Gott, rufen Sie doch bitte nochmal an. Herr Ströbele, so geht das nicht. Herr Ströbele, hören Sie mich? Sie müssen sich drehen. So geht's ja auf gar keinen Fall. Du, er muss sich drehen. Hören Sie, Sie haben eine Steißlage. Nein, nicht pressen, ja. Moment. Schön atmen. Nein, drehen, Sie müssen drehen, sich etwas drehen. Drehen, jetzt, er muss sich jetzt drehen. Jetzt haben wir es fast. Noch ein bisschen. Und nicht ja, pressen, noch drehen, Moment. Drehen, schön drehen, weiteratmen. Ja. Schön atmen. Atmen, atmen. Sehr gut, Herr Ströbele. Jetzt ist ja, besser, ist jetzt gleich, ist viel besser. Ist gleich, ja. Und jetzt nochmal richtig pressen und jetzt kommt pressen. Er, jetzt kommt er, jetzt ja, kommt er, ja. Oh Gott, ich sehe ja schon das sehr Handy. Schön. Oh Gott, ist der süß. Das ist aber auch ein Brocken. Süß. Ach, Herr Ströbele, sind Sie privat oder Kasse? Privat oder Kasse? Oh Gott, ist der süß. Privat oder Kasse? Oh, oh. 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 Ströbele? Ach, Dr. Wesemann, das ist gerade sehr ungünstig. Ja, ich muss auch gleich. Ja, nein, wie bitte? Ich kann Sie gerade sehr schlecht verstehen. Hallo? Hallo? Ich darf Entscheidungen. An diesem Tag habe ich gelernt, was Selbstständigkeit wirklich bedeutet. Man muss auch mal Nein sagen können.